Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Asa. Ich glaube, ich habe jetzt genügend Leder dabei, damit ich mir den Pteranodon-Sattel machen kann. Die Petra steht ja da noch. Unser Megalozeros ist so um die 2800 Meter von uns entfernt. Das ist ein ganz schönes Stück. Und wir wollen das natürlich gerne wiederholen. Das hat einen guten Sattel. Wenn wir mit dem Pteranodon hingeflogen sind, ich werde die einfach auf Folgen pfeifen. Das ist einfach zu gefährlich am Boden. Ja. Es gibt viel zu viele Mikroraptoren. Ich weiß, mein Tod wird mir da auch noch angezeigt. Ich glaube ja nicht, dass da die Tasche noch ist. Tatsächlich habe ich mich inzwischen auch schon einmal ausgelockt und wieder eingeloggt, weil ich ja zwischendrin auch noch ein paar andere Dinge auf der Welt erledigen muss. Und deswegen werden wir sehen, ob da noch eine Tasche ist oder nicht. So, jetzt erstmal speichern, bevor es jetzt hier gleich wieder irgendeinen Crash gibt oder so. Ach nee, warte mal. Man macht ja das ja bei sich. Bitte. So. Das brauchen wir. Oh Mann. Ich gehe auch mit dem Cursor da wieder weg. So, und dann 125 Fasern. Und es reicht. Oh, doch, es reicht. Puh. Ich wollte gerade sagen, es reicht genau nicht, weil ich 240 brauche, aber es stimmt nicht. Es reicht ganz genau. Das ist doch fein. Zack. So, nein, das ist immer dieser Cursor, da drin bleiben muss. Geh weg. So, ich war in der Lower South Cave, hab mir nochmal... Okay, cool. Hab mir nochmal Kristall besorgt, um mir nochmal ein Fernglas zu machen, weil hier auf der anderen Straßenseite, oder Flussseite besser gesagt, da wuseln schon wieder ein paar Raptoren rum. Wir haben zwar jetzt einen verloren, der war auch nicht grandios. Ich glaube, der war 80 oder so, als wir den, also als er noch nicht gezähmt war, 80 oder 85. Und das ist dann natürlich, ja, kann es ja auch sein, dass wir da mal einen richtig guten finden. So, das packen wir jetzt hier erstmal alles weg. Okay, und jetzt geben wir der Petra ihren Sattel. Die hat jetzt natürlich einen Witz von Ausdauer. Ach, du hast sogar auch noch Fleisch drin, das ist natürlich toll. Und wir geben dir erstmal mehr Ausdauer, denn das brauchen wir. Ja, nur auf dich zu freuen, ich kann das nicht leiden. So, und sie kann uns so gerade so tragen. Cool, kurz nochmal speichern. Das ist ein schöner Fortschritt, das wollen wir nicht verlieren. Jetzt heißt es erstmal Richtung Megalosaurus. Ja, ich weiß, ich hätte mir schon vor langer, langer Zeit so einen Pteranodon zähmen können. Vor allem einen in so einem schlechten Level. Ich habe das ja absichtlich nicht gemacht. Ja, ich wollte, dass es einfach alles ein bisschen länger dauert, ein bisschen spannender ist. Also auch für mich, nicht nur für euch. Und deswegen habe ich einfach so, so lange mit gewartet. Ich habe noch nie so lange gewartet, bis ich einen Flieger hatte. In der Regel habe ich die mir... Also ganz am Anfang, als ich mit ARK angefangen hatte, relativ früh immer gezähmt, weil ich halt schon immer fand, oh toll, cool, dann ist alles so viel einfacher, man kommt überall hin. Und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, als ich das zum, ich weiß nicht wievielsten Mal wieder neu begonnen habe, dass man doch ziemlich schnell levelt und ziemlich schnell vorwärts kommt, habe ich dann irgendwann angefangen, das rauszuzögern. Und meistens habe ich mir so mit Level 60 eingeholt. Und diesmal haben wir zum ersten Mal eben erst mit Level, nach Level 80 uns eingeholt. Und ja, ich finde es auch nach wie vor gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Aber die letzte Folge war doch tatsächlich eher eine ganz schöne Frustfolge. Ja, wir waren auch nicht so richtig vorbereitet, uns da irgendwie Richtung Redwood rumzutreiben. Und es sind einfach so wahnsinnig viele gefährliche Tiere unterwegs. Aber diese, ich weiß nicht, insgesamt 20 Raptoren oder so, die uns da versucht haben, den Megalozeros irgendwie streitig zu machen, das war dann einfach für unseren Raptor ein bisschen viel. Und deswegen, ja, hat er dann halt irgendwann doch das Zeitliche gesegnet. Ich meine, wir haben ungefähr 10 Raptoren hintereinander weg mit dem bekämpft, bevor der dann irgendwann mal in die Knie gegangen ist. Das war schon nicht schlecht. Also wir hatten ja so 5 oder 6 auf einen Haufen. Dann kamen nochmal 3 oder 4 und dann nochmal 2 und an denen ist er dann halt gestorben. Das war einfach zu viel. Hintereinander weg. Ja, und deswegen... Tja... Da passiert sowas halt, ne? Ich werde, glaube ich, so im langsamen Tempo drüber fliegen, dann kommen wir hoffentlich auch in Gänze rüber, weil, also langsam, klar ist er langsamer, aber letzten Endes verliert er nicht so viel Ausdauer und man kommt dann doch weiter. Ja, und dann hoffe ich, dass unser Megalozeros nicht in dem Augenblick, wo wir da sind,
zu Moose gemacht wird. Kann ja sein, dass da direkt irgendwie ein Rex neben gespawnt ist oder so. Aber der hat, wie gesagt, einen guten Sattel. Also mit irgendwie 87 Rüstung oder so. Der sollte ein kleines bisschen was abkönnen. Ich glaube, ja, unser Deathmarker, doch, der wird mir immer noch angezeigt. Was nicht zwangsläufig heißt, deswegen die Tasche noch da ist. Ich hoffe es aber. Ich hoffe, dass die Tasche noch da ist. Komm, wir müssen mal hier aus dem Geäst raus. Man sieht ja wirklich mal wieder gar nichts. Das ist echt so schlimm, dass man hier immer so wenig sieht. Ich weiß nicht, ab welcher, also was die Distanz ist, auf der ich sehen kann, sage ich jetzt mal, und ab wann denn sozusagen dem Tier was passiert. Aber ja, wir sollten auf jeden Fall nicht mit leerer Ausdauer da ankommen, für den Fall, dass wir eben wirklich gleich wieder weg müssen. Boah, die Blätter vom Redwood sehen super aus, oder? Überlegt mal, wie die früher ausgesehen haben. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber nicht so gut auf jeden Fall. Ja, immer mit der Ruhe. Ist schon okay. Ja, und dann, wie gesagt, würde ich gerne mal ein paar gute Loots oder überhaupt ein paar Loots aufmachen. Die haben ja alle ziemlich coolen, guten Inhalt drin. Und ich hoffe, dass wir da mal irgendwie eine richtig gute Spitzhacke und eine richtig gute Axt und sowas finden. Naja, da ist ein Terrazino. Also tatsächlich würde ich jetzt gerne lieber erst noch mal ein bisschen weiter weg. Ah, da ist auch ein Raptor. Es nützt nichts. Ich muss ja irgendwo runtergehen. Ich will außer Renderreichweite runtergehen halt, ne? Ich möchte ja nicht, dass der sofort gleich gefressen wird. Ich muss ja erstmal irgendwie. Na. Erstmal den da wegzerren. So, wo bist du? Okay, sieh doch. Kommen, 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 kommen. Warum kann man denn hier nicht pfeifen? Oh, nicht schon wieder. Ja, und super, das hat richtig viel was gebracht. Wir haben schon wieder keinen. Weil diese ich will es gar nicht aussprechen, weil diese Pfeifkommandos einfach nicht funktionieren. Ja, du musst dein Spiel auf Englisch starten. Nee, ich will, dass das einfach mal so funktioniert. Super. T ist doch folgen. Warum geht das von dem Tier aus nicht? Das heißt doch folgen, oder nicht? Passiv, neutral, mein Ziel. Wo ist das blöde Folgen? Alle folgen. Kann man denn hier nicht irgendwie jetzt was drauflegen? Ich sag, ich möchte das, was weiß ich, der Punkt das ist? Nee, geht nicht. Da kommen sie, die Drecksviecher. Geht alle mal weg, ey. Ja, das war's. Also haben wir auch wieder keinen Megalozoros. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen 3 tote Tiere und haben nichts gewonnen. Gar nichts. Alles für den Arsch. Ja, die Folge fängt wieder genauso grandios an, wie die letzte beschissene aufgehört hat. Ja, Mikoraptor, siehst du auch da? Ich brauche hier nicht landen. Vollkommen unnötig. Wozu? Wozu soll ich hier landen? Das bringt nichts. Da, wieder ein Raptor. Man wird den Scheiß hier einfach nicht los. Es sind viel zu viele Viecher. Und ja, ich kann die auch gar nicht wegspawnen, weil ich habe keine Ahnung. Die Konsole öffnet sich nicht mehr mit Tab, sondern mit irgendwas anderem. Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, ich habe definitiv noch gar nicht gecheatet. So, jetzt ist auch der Deathmarker weg. Wahrscheinlich, weil definitiv jetzt alles weg ist. Na, hier war der Deathmarker, war die ganze Zeit, bis gerade eben war der noch hier. In der Sekunde, wo ich hier auftauche, ist er weg. Und da ist schon wieder so ein dummer Mikoraptor. So, jetzt wäre schön, wenn ich wenigstens mal die Tasche von dem Megalozoros sehen würde. Denn der hatte nämlich einen überragenden Sattel. Aber hier ist ja immer alles weg. Immer alles ist gleich weg. Hm.
Die kann man sich echt nicht anzeigen lassen, ne? Na, der ist ja höchstens bis hierher gekommen. Tja. Wie gewonnen, so zerronnen. Also, das war's mit Megalozeros. Wir haben einen Raptor verloren, einen Para und das Megalozeros beim Versuch, ein Megalozeros zu zähmen. Wir haben unseren grandiosen, unsere beste Ausrüstung verloren, unser Gewehr verloren. Ich hatte schon eine gute Axt. Wir haben einen überragenden Sattel verloren. Das ist alles überaus frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich wenigstens die Tasche von dem Megalozeros sehen könnte. Ich glaube, ich sehe... Ist es das da hinten? Ja, man kann natürlich auch nicht nach hinten gucken, wenn man auf so einem Tier sitzt. Geht nicht. Nee, ich glaube, es ist nur Mist. Das da. Ja, es ist nur Mist. So, wir sind jetzt hier an der Stelle am Fluss, wo ich ja das erste Megalozeros gesehen hatte. Und hier drüben waren ja immer diese zwei Felsen. Das sind jetzt keine Einzelfelsen mehr, sondern die haben schon irgendwie eine Landverbindung. Da kommt jetzt ein Wasserfall runter. Wie cool. Guckt euch das an. Und da oben, da ist natürlich auch ein Explorer-Node. Und ich meine, dass weiter unten aber auch nochmal irgendwo eins war. Ich glaube, die habe ich beide noch nicht. Und irgendwo auf der anderen Seite, wo früher immer noch der andere Wasserfall war, da müsste eigentlich auch irgendwo eins sein. Gigantosaurus furiosa is an enormous predator, larger even than the Tyrannosaurus or Spinosaurus. So, da drüben ist es, ne? Da ist der Wasserfall. Ich dachte eigentlich, dass da oben irgendwo am Wasserfall einer ist. Aber ich finde nichts, ist halt alles so zugewuchert. Aber hier den finde ich. Es ist auch krass, wie das immer leckt, wenn hier so ein Explorer-Node aufgeht. Das ist echt unschön. Puh. Okay, wenigstens hat der Regen aufgehört. Das macht es um einiges besser. Ich brauche auf jeden Fall hier auch noch so einiges an Gewicht. Ja. Denn wie gesagt, wenn wir jetzt hier mal irgendwie ein Loot aufmachen, dann sollte das natürlich schon irgendwie drin sein, dass wir den Inhalt auch mitnehmen. Das wäre schon wirklich fein. Oh, wie schön das hier ist. So, jetzt haben wir natürlich auch, wie gesagt, den Flieger. Ich würde erstmal auf meiner kleinen Insel dennoch das Holzhaus, das jetzt Holz- und Steinhaus zu Ende bauen wollen, bevor wir uns hier irgendwie umgucken, ob wir eventuell doch woanders noch hinziehen. Vielleicht bleiben wir ja auch da. So, hier oben hatte ich den Döti gezähmt und da oben gibt es jetzt auch eine riesengroße, niegelnagelneue Ruine, die wirklich gigantisch ist. Ich konnte nur so in Teilen sehen. Ich bin halt da so, kam erst ganz schwer hoch und dann war ich oben, bin ich da so eine Treppe runter. Aber ich glaube, in voller Pracht kann man sie sich vermutlich nur angucken, wenn man ein bisschen mit Abstand dran vorbeifliegt. Vielleicht sehen wir auch den weißen Giga wieder. Dann ist diese gigantische Ruine nicht mehr da. Das gibt's ja wohl nicht. Die war so riesig, die war die gesamte Bergkuppe. Ah, oh, da ist er, der. Da ist er. Unser Giga-Freund. Ja. Der war echt cool. Keine Ruine mehr zu sehen. Interessant. Faszinierend. Einfach weg. Ah, hier ist er doch. Na bitte. Ja, genau. Da kommt ein blauer Loot runter. Genau, hier, da oben habe ich den gezähmt. Hier bin ich so runtergelaufen. Und dann, glaube ich, hier irgendwie... Ich weiß nicht, ich wollte zum Meer. Ich bin in die Richtung dann runter. Ich glaube, irgendwo hier drüben müsste dieses andere Explorer-Node noch sein. Boah, guckt euch das an. Die geht hier den ganzen Berg runter. Ich sage halt, die ist riesig gewesen. Ist natürlich auch interessant zum drin wohnen. Irre, super schön. Da drüben ist, glaube ich, auch ein Explorer-Node. Ja, ja, ich sehe es schon. Das andere ist nämlich ganz hier in der Nähe gewesen. Waren immer zwei beieinander. Super schön, oder? Also hier drauf wohnen, das kann ich mir auch vorstellen. Aber wir wohnen dann ja wieder da, wo wir beim letzten Mal auch gewohnt haben.
So, wollen wir doch mal gucken. Du kriegst hier nochmal was. Also hier wollen wir mal irgendwie... Boah, der kriegt so wenig drauf. Ich will ja eigentlich 300 Gewicht oder sowas haben, aber das dauert ja noch ewig. Ja, aber also es sieht ja wirklich so aus, als ob man hier auch überall langlaufen kann, ne? Hier geht's hoch. Diese blöden Bäume überall. Mann. Ja, hier geht's überall hoch und durch. Also das scheint richtig funktional zu sein. Das sind ja auch gerade ganz, ganz schlechte Frames. Das hatte man mir auch gesagt, wenn du nicht willst, dass es so häufig abstürzt, maximier doch mal deine Frames. Hatte ich auf 60, habe ich jetzt auf 50 gemacht. Also das ist nicht der Grund, warum das hier so laggt. Das hat andere Gründe. Aber letzten Endes, viel besser geworden ist es dadurch auch nicht. Ja. Das ist echt cool. Also das könnte ich mir fast vorstellen, weil wie gesagt, dann wohnen wir genau da, wo wir beim letzten Mal auch gewohnt haben. Nur nicht unten am Berg, sondern oben am Berg. Ich will jetzt noch hier dieses The One Who Waits Explorer Note finden und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht auch irgendwo mal ein paar gute Loots finden. Ah, eine Säbelzahnkatze, okay. Oh, das ruckelt und ruckelt und zuckelt. Das war doch hier ganz in der Nähe. Die waren beide immer ganz nah beieinander. Das sieht so anders aus, dass man sich echt nicht mehr zurechtfindet. Da, wo das eine war, das wir gerade gesehen haben, da war auch immer das andere gleich in der Nähe. Und ich meine, ich hätte, als ich hier mit dem Raptor hochgekraxelt bin, das auch irgendwie gesehen. Ich bin halt nur nicht rangekommen. Mysteriös. Na gut, dann werde ich mal ein bisschen suchen. So, jetzt haben wir doch schon immerhin 300 auf Ausdauer. Oh, da drüben sehe ich die nächste Ruine. Und leider nicht ganz 200 auf Gewicht. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr werden. Wow, das ist ja auch wieder so ein Riesenteil. Oh, das ist so cool. Das ist so cool, dass die jetzt so groß geworden sind. Früher stand halt einfach nur so eine Säule irgendwo. Und dann immer denkst du, ja, okay. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo in dieser großen Ruine jetzt das Explorer-Note hingekommen ist. Wow. Cool. Also ich hätte irgendwie schon Bock, so ein Ding für mich einzunehmen. Und irgendwas mit der Ruine zu machen halt. So auszubauen oder so. Das ist sowieso hier eine Gegend, die mag ich ganz gerne. Wir sind hier in der Nähe vom Hidden Lake, aber nicht am Hidden Lake, so direkt. Guckt euch das an, wie schön das ist. Mega cool. Jetzt ist halt nur jetzt die Frage, ist hier noch irgendwo ein Explorer-Node? Und wenn ja, wo ist es? Das ist jetzt natürlich schwieriger zu finden in der Größe der Ruine. Hier mit dem Türchen führst du irgendwo hin. Ja, unten einmal drunter durch. Cool, oder? Guckt euch das an, wie schön die ist. Echt gut. Hier direkt so am Wasser. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Was war das hier mal? Hallo? Ja. Ich hatte es nicht zufällig. Baby dabei, was ich mir jetzt einfach nehmen kann. Doch, hattest du. Und das nächste, was wieder rumnervt. Komm, komm schnell, komm Baby, komm, 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 da sind Raptoren. Weiß nicht, ob die den angreifen würden. Theoretisch greifen ja Raptoren eigentlich keine Allos an, meine ich zumindestens. So, hast du vielleicht hier... Nee, gutes Futter haben wir jetzt auch nicht gefunden. Und da kommen schon die nächsten Ameisen. Warte doch mal, bleib doch mal hier.
Oh, wirklich, das ist zu nah. Geh weg jetzt. Oh, der hat 7. Weiß nicht, ob er das jetzt... Mann, geh weg jetzt, habe ich doch gesagt. Latsch mir nicht immer ins Gesicht. Ich kann das nicht abhaben. Weiß nicht, ob der eine Mutation hat oder ob der Level bekommen hat, weil ich ihn imprintet habe oder was weiß ich. Jawohl, guck, wer da kommt. Komm, komm, Kleiner. Komm, komm, komm. Wollen wir mal gucken, ob wir hier hochkommen. Kommst du? Ja, mega. Ja gut, ein Level 7 Alo ist natürlich auch ein Witz so. Aber wenigstens habe ich wieder was, was mir dann Fleisch beschaffen kann. Falls ich den denn jemals nach Hause kriegen sollte. Das ist natürlich der andere Punkt. Wir müssen ja erstmal warten, bis der ausgewachsen ist. Das kann noch ein bisschen dauern. Also echt mega geil. Ich habe da hinten jetzt auch das Explorer-Hort gefunden. Ja, mir gefällt diese Ruine sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde den Kleen jetzt allerdings erstmal hier lassen. Das ist mir sonst ein bisschen zu lästig. Ich komme dann irgendwie mit dem Floß wieder oder irgendwie sowas. So, und du hast ja noch hier was, genau. Und das haben wir jetzt auch. So. Du kriegst noch ein bisschen Fleisch und verhungerst uns wenigstens nicht. Du bist jetzt auch schon heranwachsend. Das ist ja auch super. Das geht ja ganz schnell. Genau, alles wird ja von kaum irgendwas angegriffen. Also, ich lasse den hier. Wir werden den schon wiederfinden. Du wirst mir ja sicherlich dann auch irgendwie angezeigt, wenn ich dich habe. Kann ich den ja tracken. Ja, das ist doch cool, ne? So schnell kommt man zu irgendwelchen Tieren. Das wäre natürlich geil gewesen, der wäre jetzt eher so 150, aber na gut, ich will nicht knausern. Mal gucken, kann ich dich auch tracken, jetzt wo du noch klein bist? Die brauche ich nicht mehr tracken. Das sind sie nicht, das sind sie nicht. Hallo, da ist er. Cool. Ja, kann ich. Okay, will ich jetzt aber erstmal ehrlich gesagt nicht. Wir gucken weiter nach Loot und Explorer Notes. Tja, man findet echt ein merkwürdiges Zeug so. Ich habe jetzt, das ist natürlich cool. Ich habe auch einen Tisch gefunden und Handschellen. Ich hatte, glaube ich, in meiner gesamten Ark-Karriere noch niemals Handschellen. Aber gut, jetzt findet man sie eben in Loots. Was ich aber nach wie vor nicht gefunden habe, weil ich sie da wieder sehe. Oh, der blaue, geil. Das sind Babyvögel. Also Baby Argentavis, Baby Tyrannodons. Also irgendwelche Babyflieger habe ich nach wie vor immer noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es die einfach nur noch nicht gibt oder nie geben wird oder ich sie eben einfach nur noch nicht gesehen habe. Aber das ist echt schade. So, ich weiß, hier gibt es auch noch mal eins, zwei, alle sind irgendwie so blau, ist auch cool, wa? Gibt es noch mal so eins, zwei mehr Explorer Notes, das ist auf der vorgelagerten Insel, das habe ich schon. Es gibt noch ein paar mehr. Da hinten bei der Ruine war eins, dann hier eins unter irgendeinem Felsvorsprung. Und nochmal irgendwo eins, glaube ich. Die will ich mir auch gerne noch holen. Inzwischen, also ich level ja selber auch ganz gut hier mit dem Pteranodon zusammen. Gibt es auch eine ziemlich, ziemlich gute Fortitude inzwischen. So, da ist die Höhle für, ja, auf der Fleischfresserinsel die Höhle eben. Na da. Das hier war schon immer eine etwas größere Ruine. Any chemist worth his salt knows the irreplaceable value of testing. Until a tonic has been rigorously tested, it is less useful than water. Inzwischen bin ich hier jetzt am Hidden Lake. Ich habe hier auch schon ein paar Explorer Notes aufgemacht, aber hier kommt auch gerade noch ein gelber Drop runter. Ich habe hier auf der Karno-Insel auch nochmal einen Karno-Sattel bekommen, einen gelben. Auch nicht schlecht, wobei mir jetzt ein Alu-Sattel tatsächlich lieber gewesen wäre, aber gut. Wir wollen nicht kritteln und nicht rummosern. So, mal gucken, was hast du hier? Bitte, ich will mal gutes Werkzeug haben. Oh, ein Döti-Sattel ist aber auch nicht verkehrt. Döti-Sattel ist auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich erstmal wieder nach Hause zur Base, denn ich kann den ganzen Kram hier schon kaum noch tragen. Aber jetzt haben wir wirklich so einiges an Explorer-Notes aufgemacht. Ich habe bestimmt jetzt nochmal irgendwie 10% mehr, als ich vorher hatte, weil ich jetzt die Errungenschaft nicht gesehen hatte. Hatte ich beim letzten Mal aber auch nicht. Und jetzt wird es ja auch mal wieder dunkel. Ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was ich nochmal ändern werde. Ich werde jetzt die Nächte nicht kürzer machen, aber ich werde die Tage vielleicht ein bisschen länger machen wieder. Denn das ist mir
Hier irgendwo ist doch unser Allo gewesen, ne? Das ist mir ehrlich gesagt zu kurz. Ich komme fast zu gar nichts am Tag. Und ständig ist immer irgendwie nur Nacht. Und die Nächte, da stehe ich immer nur rum und warte, dass die vergehen, weil ich nichts machen kann, weil so dunkel und gefährlich ist. Juti, genau, so da drüben ist unsere Base, 4000 Meter entfernt. Wir können ja mal gucken, ob ich vielleicht den da hinten nochmal mitnehme an Loot. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich denke, ja, wir haben ja schon mal eine ganz gute Ausbeute gemacht, ne? Hier hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich hier wohnen will. So, ich bin jetzt tatsächlich erstmal mit dem Floß wieder zurück zu unserem Allo. Ich habe auch den Pteranodon nicht dabei. Ich hatte allerdings in meinem Schrank bereits einen blauen Allosaurier-Sattel. Das ist natürlich mega cool. Ich dachte, es wäre ein Araneo-Sattel, da die Form war so komisch. Aber es ist tatsächlich ein Allosattel. Wir werden also da hinschippern und versuchen, den da irgendwie rauszukriegen. Das ist natürlich auch nochmal eine kleine Strecke hier außen rum mit dem Boot. Im Prinzip ist die einzig wirklich gefährliche Ecke für uns eben am Sumpf vorbei. Ich denke mal, der... Ich weiß nicht, passt der durch ein Dino-Gate? Keine Ahnung. Aber wenn nicht, packe ich den hier halt von hinten da drauf. Selbst wenn er nur Level 7 ist, fühle ich mich mit dem Level 7er Allo tatsächlich besser als mit dem Level 100er Raptor. Also erstmal, man wird gar nicht von so vielen Viechern angegriffen. Ich glaube, Raptoren greifen die gar nicht erst an. Und selbst wenn, also der macht viel Schaden und der hat auch einiges an Leben, ja, dann müssen wir versuchen, uns eben mit dem irgendwie, falls der nicht aufs Boot passt, aber ich denke schon, irgendwie am Strand entlang nach Hause zu retten. Aber wie gesagt, ich denke, der passt ja auch wunderbar aufs Boot. Auf dem Weg von dort nach Hause, da bin ich an irgendwie 4 Loots, habe ich halt gemacht, die alle direkt vor meiner Nase verplatzt sind. Das ist natürlich nervig, da drüben sich blau mit Kringel. Ich hoffe, dass ich den vielleicht kriege. Nach wie vor brauche ich ja immer noch wieder ein bisschen bessere Ausrüstung. Ich habe ja noch nicht mal mehr eine Metall-Axt. Das ist natürlich echt schlecht. Und eine bessere Spitzhacke wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wir sind fast da. 380 Meterchen sind es noch mit dem Boot. Mal gucken, wie nah ich da rankomme. Ja, den müssen wir, wie gesagt, ja auch irgendwie von hinten aufladen oder irgendwie sowas. Mal sehen. Klar kann man den Rest auch irgendwie laufen. Ich befürchte, das werden wir auch gleich machen müssen. Jo, viel weiter kommen wir hier nicht mehr. Ne, ist okay. Wir müssen wahrscheinlich eh den von hinten aufladen. Ich wollte hier nur noch einmal kurz an die Kiste ran. Ja, vergiss es. Hat sich schon wieder erledigt. Ich wollte eigentlich nur meinen Loot zurückbringen. Aber geht ja schon wieder nicht, weil schon wieder 1 Milliarde Tiere unterwegs sind, die mich fressen wollen. Hauptsache, wir haben unseren Allosaurier-Sattel im Inventar. Können wir dem den nämlich gleich draufsetzen und dann stolzen Schrittes mit ihm wieder zurück zu unserem Boot laufen. Falls wir das überleben, aber ich denke doch mal schon. So. Ja, ich habe jetzt nochmal irgendwie so 2, 3 Loots aufgemacht. Mehr war es nicht. Ah ja, die Base ist... Was, ich sag jetzt schon Base dazu. Diese Ruine hier ist wirklich, 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 wirklich schön. Wirklich schön. So, Freundchen. Natürlich habe ich den nicht. Aber ich kam ja nicht an meine Dinger. Nervig. Guckt euch das da unten an. Nochmal kurz speichern. So, mein Freund. Komm mal mit. Und das ruckelt. Ruckelt die Zuckel. Ich hoffe, ich hatte den jetzt auf neutral gepfiffen. Ja, ja, ich weiß. Du bist ein großes Raubtier. Nee, komm, wir müssen zu unserem Boot zurück. Da ist ja irgendwo mein Sattel. Weil da sind ja auch die ganzen Ameisen. Na, da sind sie ja auch schon. So. Und schnell aufs Boot. Und schnell wieder absteigen. Und schnell mal kurz speichern. Und schnell an die Kiste. Und schnell mal den Sattel. Und schnell mal den Sattel aufsetzen. Und schnell mal aufsteigen. Puh, da ist nämlich schon der erste Raptor. Kurz mal speichern. Das ist ein Erfolg. Den wollen wir uns nicht nehmen lassen. Ruhe im Karton hier. Hier wird nicht gestritten.
Ach, wie schön. So gefällt mir das. Kilo-Babys, weg damit. Hoppala, der hat schon keine Ausdauer mehr. Das sind aber sehr viele Dilo-Babys. So, sehr gut. So, und... So. Okay, ich denke, wir haben aufgeräumt. Ah, da läuft immer noch ein Dilo-Baby. Wunderbar. Gucken wir doch mal. Geben wir dir mal gleich. Ja gut, viel hat er natürlich nicht. Oh Gott, schon gar keine Ausdauer. Das war ja klar. Der ist jetzt nur, um so ein bisschen Fleisch und ein bisschen Leder zu kriegen und um furchteinflößend vor meiner Base auszusehen. Können tut der halt nichts. Ich meine, guck mal. 4 Bisse, 5 Bisse, um einen Dilo-Baby zu töten. Das ist ein bisschen viel. So, nichtsdestotrotz, wir machen hier erstmal die Tür zu. Haben den aufgeladen. Und sind leider nicht in der Lage, noch ans Steuer zu gehen, weil der einen so dicken Hintern hat. Dass wir es nicht schaffen. Ich komme einfach nicht drum rum. Sehr gut. Wie ich sowas immer liebe. So. Gut. Und dann ab nach Hause mit dem Vieh. So, während ich jetzt hier nach Hause schippe, würde ich sagen, dass es das an dieser Stelle wieder gewesen ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arsa. Bis dann, ciao, ciao.